der heutigen Ausgabe besuchen wir wieder einmal eine Kirche, diesmal allerdings nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick offenbart sich nämlich eine Überraschung, denn die Schwarzspanierkirche im 9. Bezirk ist nur eine Scheinkirche. Auf der Hauptseite sieht sie aus wie eine normale Kirche, hinter der Fassade verbirgt sich aber ein Wohnheim für Studentinnen und Studenten. Bei mir ist jetzt Daniel Dulnig, der Leiter des Diakoniewerkes in Wien. Schönen guten Tag. Was gibt es denn hier noch so außer des Studentenheims? Im Albert-Schweitzer-Haus haben wir auch noch ein Veranstaltungszentrum. Da sind wir auch schon durchgegangen. Und evangelische Einrichtungen wie die Diakonie Österreich befinden sich hier. Was war denn eigentlich der Grund, dass diese alte Kirchenfassade von der Schwarzspanierkirche erhalten geblieben ist damals? Der Denkmalschutz hat sich dafür entschieden, die Fassade denkwürdig zu erhalten. Und in den 60er Jahren wurde dann eben diese Ruine, weil die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg mit einem Bombentreffer zerstört, zu einem Studentenheim umgebaut. Und es war das erste Studentenheim in Wien, wo Männer und Frauen gemeinsam wohnen durften. Gibt es jetzt auch noch andere lustige Anekdoten zum Albert-Schweitzer-Haus? Ja, wir werden immer wieder kontaktiert, ob man bei uns Stelzen essen kann. Das ist leider nicht möglich. Veranstaltungen ja gerne, aber bitte für die Stelzen in den Prater fahren.